Das Basler Münster wird exakt 1000 Jahre alt. Ein richtiges Superjubiläum. Anno 1019 hat nämlich der Kaiser Heinrich II., der ja für die erste Basler Brücke, für die Rheinbrücke, verantwortlich ist, das Münster feierlich eingeweiht. Apropos adlige Prominenz. Wenn ich recht zählt habe, haben das Münster im Verlauf dieser 1000 Jahre schon 8 Kaiser und 7 Könige besucht, samt ihren Freundinnen, Brüdern und Gattinnen. Ein paar davon wollen wir ein wenig näher betrachten. Der Stauferkönig Friedrich II. Hat 1212 nach seinem Besuch in Münster eine ganze Reihe von Gesetzen in Basel verkündet. Und die hat er sehr schmeichelhaft für die Basler in Nobile Civitate Basilea datiert, in der edlen Stadt Basel. 1292, ein Jahr nach der Gründung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, hat der König Adolf in Münster Weihnachten gefeiert. Anno 1347 ist der König Karl IV. Zusammen mit den Basler Bürgersfrauen fröhlich tanzen und nachher ist er auch zum Weihnachtsfest ins Münster rein. Der König Karl IV. Übrigens hat 5 Sprachen gesprochen, verstanden und geschrieben. 1471 hat der Kaiser Friedrich III. Der Stadt Basel in Münster das Recht zugesprochen, 2 Messen im Jahr abzuhalten. Und das machen wir ja auch heute noch. Die Frühjahrsmesse als Mustermesse und die Herbstmesse zur Unterhaltung. Vom Münsterbesuch vom Kaiser Ferdinand I. im Jahr 1563 weiß man übrigens ganz genau, was man dieser Majestät zum Essen angeboten hat. Broten Salmen mit einem Zimmetbrühlin darüber, mit gebratenen jungen Hühnern, Tauben, Obst und Käse.